Hi, hier ist Christian von China Gadgets und das ist der Creality Ender 2. Der 3D-Drucker ist jetzt ungefähr seit 3,5 Monaten in meinem Besitz, hat 2,5 Kilo Filament drunter und in diesem Bericht möchte ich euch meine Erfahrungen, ja, für den Einsteiger, für den ist der Creality Ender 2 sicherlich sehr interessant, aber auch für den Fortgeschrittenen einfach mal mitgeben. Ja, was für Vor- und Nachteile hat er, an wen richtet sich dieser 3D-Drucker überhaupt und am Ende ziehe ich dann auch ein knallhartes Fazit. Bestellt haben wir das gute Stück bei Gearbest, wie so oft kann ich auch nur jedem empfehlen, hat 17 Tage inklusive Wochenende gedauert, wählt da Priority Line bzw. Germany Express, erspart euch eine Menge Stress und man spart eben ein paar Tage Zeit. Preislich liegen wir mit Gutscheincode zwischen 120 und 140 Euro, schaut also immer in unserem Blog vorbei und selbst wenn wir mal keinen Gutschein haben, haut uns in den Kommentaren an, wir besorgen dann in der Regel recht zügig ein. 120 bis 140 Euro, damit liegen wir in etwa so bei dem Arnet A6 und A8. Preisen, den man aber ewig lange selbst zusammenbauen muss, 5 bis 6 Stunden. Spoiler, hier liegen wir so bei 25 bis 40 Minuten. Arnet A8, A6 besteht aus Acryl, das wobbelt, man muss viel Tuning-Teile drucken. Hier kann man out of the box richtig, richtig gute Druckbilder erzielen. Und danach geht es preislich erst bei 200, 220 Euro los mit dem Anycubic, i3 Mega, mit dem JG Aura, mit Tronxy, diversen Modellen. Das heißt, wir haben hier ein wirklich günstiges Modell. Warum ist dieser 3D-Drucker überhaupt so günstig? Ja, klar, Creality ist kein Neuling. Die haben schon ihre Produktionsstrecken. Das ist quasi ein Abfallprodukt oder viele Teile davon haben sie eh schon im Sortiment, Stepper, Halterung. Was für uns definitiv auch ein Vorteil ist, weil wir können zum Beispiel diesen Fangbelüfter können wir vom CR10 hier zum Beispiel dann anbauen. Die Halterungen sind genau die gleichen. Deswegen ist unter anderem der so günstig. Aber na klar auch, weil hier massiv an Bauteilen gespart wurde. Wir haben hier keine zweite vertikale Achse, wir haben hier keinen Stepper-Motor, keine Antriebsstange, wir haben hier oben kein Verbindungselement. Alles Sachen, bei denen Creality Geld spart. Ob das für uns als 3D-Drucker-Nerds jetzt letztlich gut ist, dazu komme ich dann später. Ob das nicht jetzt irgendwie das Druckbild dann dadurch zerstört durch diese Sparerei. Vorab ein paar Fakten für euch. Wir haben hier eine Druckfläche von 150 x 150 x 150 mm. Das heißt genau ein Kubus. Sonst ist relativ viel ähnlich wie bei anderen 3D-Druckern. Wir haben hier eine 4 mm Nozzle. Drucken mit Filament mit einem 1,75 mm Durchmesser. Da nur 10 Meter Filament beiliegen bei diesem 3D-Drucker, empfehle ich euch auch dringend nochmal ein halbes Kilo bis Kilo Filament mit dazu bestellen. Da liegt er bei 10 bis 20 Euro, am besten direkt bei Gearbest mit in den Warenkorb packen. Nicht, dass ihr nach den ersten Testdrucken dann wieder ein paar Tage warten müsst. Genau, ich sagte es eingehend bereits, wir haben hier Aluminiumprofile, kein Acryl. Ist eine echt coole Geschichte, ist wesentlich stabiler. Acryl, egal wie stabil euer Frame beim Arnet ist, Acryl schwingt einfach. Es ist halt einfach eine Art Plastik. Hier haben wir Aluminiumprofile, wesentlich steifer, wesentlich stabiler. Hält auch mehr aus und auch beim Versand, ja, die 17 Tage hat es bei uns gedauert. Und wir kennen alle unsere lieben Versandunternehmen da draußen. Dann wird es vielleicht doch mal fallen gelassen, aus Versehen getreten, aus Versehen ins Flugzeug reingeworfen. Wir haben tatsächlich bei den Arnet-Modellen ein, zwei vereinzelte, sehr selten aber doch die Kommentare gehabt, dass so ein Acryl-Frame gebrochen ist. Gerade bei den großen Arnet-Seitenwänden, da ist dann doch schon mal die Hebelwirkung da und dann bricht es vielleicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass euch hier ein Aluminiumprofil bricht, ist glaube ich nahe null, wenn wir mal ehrlich sind. Und auch alle anderen Teile sind sehr kompakt und sehr stabil. Das heißt, Aluminium-Frames ganz klar. Meiner Meinung nach, so muss man 3D-Drucker bauen und auch alle Hypercube, Sparcube, Selbstbauweisen, die nehmen immer Aluminiumprofile als Fundament. Wir haben ein externes Netzteil, ich reiche es kurz rein, dann soll es das auch mit dem Netzteil hier gewesen sein. Extern, Vor- oder Nachteil, ich persönlich finde es ganz schön, man kann es dann anordnen, wie man möchte. Manche sagen, ich möchte es lieber wie beim Anycubic Mega E3, alles an einer Stelle. Ich verstehe beide Punkte. Schafft 120 Watt, wenn es dann gerade ABS-Drucke, wo das Hotbed sehr, sehr warm sein muss, 80 bis 100 Grad erhitzen muss, haben wir ein leichtes Spulenfiepen. Habe ich auch bei meinem High-End-Notebook-Netzteil. Es fiept dennoch, ja, aber wenn der 3D-Drucker losdruckt, dann ist der Drucker lauter als das Fiepen. Ich will es nur gesagt haben. Vielleicht noch eine Besonderheit, wir können dieses Kabel hier abstecken. Das ist insofern cool, weil bei Gearbest gibt es die US- und EU-Variante zu bestellen. Meistens preislich gleich.
Ja, wir haben hier die EU, ihr kennt es schon, zwei runde Pins. US hat die zwei flachen. Aber wenn jetzt die US-Version einfach 10 Euro günstiger sein sollte, bestellt ihr euch die US-Version, holt euch ein entsprechendes Kabel hier im deutschen Elektrofachmarkt für 1 bis 2 Euro und habt dann nochmal ein paar Euro gespart. Hat übrigens auch ein TÜV und CE-Zeichen. Ist ja für euch auch mal eine zu Recht wichtige Frage, die ich hier an dieser Stelle beantworten kann. Genau, wir haben hier einen Bowden-Extruder. Experten langweilig damit, aber dennoch für die Einsteiger, für den eben auch dieser 3D-Drucker was ist, möchte ich kurz was zum Bowden-Extruder verlieren. Das ist im Prinzip diese Konstruktionsart. Wir haben den Extruder-Motor hier hinten am, hier hinten am Gehäuse. Der muss nicht jedes Mal mitbewegt werden. Wenn das Hotend sich hier vorne bewegt, ist dadurch leichter das ganze Hotend. Das führt dazu beim Beschleunigen und beim Abbremsen, dass wir weniger Vibration haben und das sorgt für ein besseres Druckbild. Hier ist der Stepper-Motor, der Filamentmotor, der eben das Filament zuführt. Weiterer Vorteil des Ganzen meiner Meinung nach ist, gerade bei diesem Drucker kommen wir sehr leicht hier dran und können das Filament sehr leicht einführen und ein anderes Filament vielleicht mal auswechseln. Und das Filament wird dann letztlich durch den Motor geführt, hier durch den PFTE-Schlauch zum Hotend. Bowden-Extruder, wir haben es damals schon vorhergesagt, das ist zusammen mit Direct-Bowden-Gemisch-Extrudern, das ist so die Zukunft des 3D-Drucks. Niemand will mehr einen Arnet A8 Monster 3D-Kopf haben. Was lag noch dabei? Dann kann ich auch das aus dem Bild schmeißen. Ein Spachtel zum Entfernen eurer 3D-Drucker. Drucke im Normalfall solltet ihr sehen, dass ihr es einfach so abbekommt, wenn ihr euer Hotbed gelevelt habt. Aber hey, es liegt ein Spachtel dabei, warum nicht? Eine Filamentzange, um mal schnell das Filament durchzuschneiden oder vielleicht auch mal um so ein abstehendes Plastiknübbelding an eurem 3D-Druck zu entfernen. Ist Standard. Wir haben hier ein USB-Kabel zum Druck vom PC direkt oder über Octoprint und Co. Auch eher ein Advanced-Thema. Wir haben Kreppband. Ich persönlich bin inzwischen gar kein Fan mehr von Kreppband, gerade weil wir zum Beispiel auch hier beim Ender 2 eine schöne Plastikbeschichtung haben, wo die 3D-Drucke A sehr gut halten, aber dann auch B sehr gut zu entfernen sind. Dieses Kreppband kommt eher aus Zeiten, wo man tatsächlich noch dieses nackte Aluminium-Heizbett hatte und dann die einzelnen Kreppschichten darüber geklebt hat. Ein paar Kabelbinder, um das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu halten, finde ich auch immer ganz in Ordnung. Ein Minischraubendreher und verzeiht mir das, ich halte euch nur diese riesen Tüte hier rein. Inbusschlüssel, Maulschlüssel, liegt alles dabei. Qualität ist, ja, wie so oft, ihr werdet damit keine 100 IKEA-Schränke zusammenschrauben können, aber für den Aufbau und vielleicht mal für den Umbau reicht es locker. Ihr könnt Schrauben nachziehen, alles benötigt ist dabei. Wir hatten tatsächlich schon 3D-Drucker, wo dann doch ein Maulschlüssel fehlt. Man will das Ding aufbauen, in der Hälfte sitzt man da, tja, ich muss jetzt zum Baumarkt, im schlechtesten Fall, wenn ihr schon ein paar 3D-Drucker habt oder generell einen Koffer, einen Handwerkskoffer habt, dann müsst ihr halt dahin flitzen. Ein Prittstift, um die Haftung zu erhöhen. Ich brauche es eigentlich sehr, sehr selten, aber es zeigt meiner Meinung nach, Creality denkt mit. Hat nicht jeder 3D-Druckerhersteller, liegt nicht jeder dabei. Und ein MicroSD-Adapter liegt eigentlich auch bei den meisten 3D-Druckerherstellern dabei. Und die beigelegte MicroSD, in unserem Fall 8 GB No Name. Da würde ich jetzt nicht unbedingt meine Urlaubsbilder drauf speichern wollen, aber für die 3D-Drucke der Wahl reicht es locker. Und da ist eben auch das Aufbauvideo. Ein schönes 25-minütiges Aufbauvideo lag drauf, kann man sich dann eben am PC anschauen. Man kann einfach nicht viel falsch machen, deswegen auch für Einsteiger eine sehr coole Geschichte einfach. Vielleicht geht es euch, wie mir es damals ging. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, dadurch, dass er so relativ klein und relativ günstig ist und man eben an Bauteilen spart. Wo ist die zweite vertikale Achse, die hier vielleicht ein Durchhängen der X-Achse ein bisschen verhindern könnte? Ist das Hotbed gut aufgehangen? Ist der Standfuß groß genug oder wackelt die ganze Kiste? Ich kann euch tatsächlich beruhigen. Das Ding ist hier stabil. Während der JG Aurora zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiges Element, wie diese Achsenverbindung aus 3D gedrucktem Plastik nach wie vor ausliefert, wie es Arnet vor 2-3 Jahren gemacht hat, ist es hier, ich halte es jetzt einfach mal rein, haben wir Stahl, ich würde mal sagen 6-7 mm dick. Da wackelt gar nichts.
Und dadurch, dass eben die X-Achse auch nur so kurz ist, hängt sie eben dann auch nicht durch. Das war meine große Befürchtung, dass wir hier halt diese Achse schräg runterhängen haben, dass egal wie gut man das Hotbed levelt, der Druck immer noch mies sein könnte. Das ist definitiv nicht der Fall. Ihr müsst natürlich dafür sorgen, dass eure Wheels, eure Räder hier vernünftig eingestellt sind, ne? Mit dem Maulschlüssel, ihr kennt es schon, entsprechend an der Mutter drehen, sodass das bombenfest sitzt. Ihr müsst dafür sorgen, dass die Zahnriemen sehr fest sind auf beiden Achsen, na ganz klar. Aber dann ist das Druckbild, so viel vorab schon mal, wirklich erste Sahne. Hotbed möchte ich nicht negativ bewerten, aber wir haben hier unten keine Thermoisolierung wie bei manchen 3D-Druckern dran. Das führt dazu, dass zum Beispiel 50 Grad erst nach ungefähr 5 Minuten, manchmal auch 3, je nach Raumtemperatur, erreicht werden. Bei Modellen, die 2018 rauskommen, werde ich das definitiv negativ ankreiden. Es führt einfach zu einem höheren Stromverbrauch, ganz klar. Es führt dazu, dass es schwieriger ist für den 3D-Drucker, diese Temperaturen zu halten. Gerade wenn ihr euch in Octoprint diesen grafischen Verlauf der Temperaturen anschaut. Ihr erreicht vielleicht gar nicht die Temperaturen für ABS, 80 bis 100 Grad, die ihr braucht. Und letztlich kostet das den 3D-Druckerhersteller 50 Cent. Also eine Isolierung wäre ganz nett gewesen. Bei allen anderen, die jetzt noch 2018 produziert werden, wie gesagt, kreide ich dann negativ an. Wo wir gerade beim Hotbed sind, es ist relativ gerade. Klar, es gibt immer, wenn wir mit 0,1 mm drucken, ist jeder 0,x mm Unebenheit unschön. Kriegen wir aber tatsächlich durchs Leveln echt gut in den Griff. Gelevelt wird übrigens hier, wir sehen es vielleicht, nur mit insgesamt 3 Schrauben. 2 vorne, eine hinten, sehr, ich nenne es jetzt mal erfrischend, gerade wenn wir größere 3D-Drucker haben, mit 4 Schrauben oder gar 6 Schrauben. Es dauert einfach und es ist dann irgendwann doch einfach nervig. Und hier kann man mal schnell 3 kleine Schräubchen drehen und dieses kleine Hotbed ist gelevelt. Es macht einfach Spaß. Ein weiterer Mini-Kritikpunkt bei mir war das Display hier vorne. Zerkratzt, dachte ich zuerst, dann ist mir aber recht schnell klar geworden, warte, das ist nur die Schutzfolie. Die Schutzfolie klemmte allerdings in dem Gehäuse fürs Mainboard. Ich musste das Mainboard öffnen. Ich habe für euch im Blog gleich ein paar schöne Fotos gemacht vom Mainboard, dass es wirklich schön verkabelt ist, saubere Lötstellen und so weiter. Habe die Folie abgezogen, habe das wieder verschraubt, 5 Minuten. Nicht wirklich negativ, aber jetzt auch kein schöner Punkt. Dadurch, dass wir hier so einen schönen 3D-Drucker haben, der so schön kompakt ist, den man vielleicht dann auch mal der Freundin besser verkaufen kann, dass er im Büro stehen kann, vielleicht sogar im Wohnzimmer, kommt es vielleicht einfach auf Platz an und dann ist diese Halterung hier oben fürs Filament vielleicht unnötige 15 cm hier oben, plus nochmal, wenn die Spule hier hängt, nochmal 5, 6 cm. Kann man lösen, indem man das abschraubt, sich eine externe Halterung bastelt, ausdruckt. Wir leben in der 3D-Druckerwelt. Solche Teile können wir uns ab sofort ausdrucken. Wir sparen eben nochmal 15 cm und dann passt das Teil ins Regal. Kreide ich Creality in dem Fall jetzt auch nicht an, weil hier haben wir alles an einer Stelle. Wenn man es abbauen würde, könnte man sich überlegen, hier vorne die Antriebsstange, die Rod nochmal zu fixieren. Es gibt hier ein Dreieck, was man quasi raufbaut und hier festschraubt, wobei bei mir diese Antriebsstange halt bombenfest sitzt. Da muss ich gar nichts mehr fixieren. Könnte man sich dann auch noch überlegen. Und wann ist es vielleicht tatsächlich sogar nötig, dass man das Teil abbaut, wenn man mit sehr hohen Geschwindigkeiten jenseits der 80 mm in der Sekunde druckt. Ob das noch sinnvoll ist, kann man hinterfragen. Aber wenn man das tut, dann fängt dieses Teil an mit zu vibrieren. Und ihr wisst, jede Vibration ist unnötig. Das lagern wir aus, indem wir einfach diese Filamenthalterung hier haben und haben das Problem nicht mehr. Hier vielleicht noch ein Punkt, die Menüführung. Wir haben immer noch dieses Oldschool-Drehrädchen. Es ist wesentlich genauer als beim Arnet. Man fährt da nicht an irgendwelchen Menüpunkten vorbei, drückt aus Versehen drauf, landet in irgendeinem Menü, was man nicht haben wollte, sondern das hier ist sehr genau. Aber es ist eben kein Touchscreen, wie man es vielleicht vom Jaggy Aura kennt oder vom i3 Mega oder vom Tevo Little Monster oder. Also es gibt schon eine Menge 3D-Druckerhersteller, die haben eben Touchscreen, der natürlich mit bezahlt werden soll. Aber kommen wir doch mal zu den Sachen, die mir jetzt auch nach 3,5 Monaten immer noch gefallen. Mal abgesehen vom Preis, von der Verarbeitung, die ich jetzt schon hier ein paar Mal gefeiert habe.
Ja, es ist das Hotbed, es sind diese drei Schrauben, die man einfach mal schnell leveln kann. Und es ist vor allem einfach die wahnsinnig gute Druckqualität, die man sehr, sehr schnell erreicht, wenn ich dran denke, dass man bei anderen 3D-Druckern ewig lange in dem Slicer-Softwares rumschrauben muss, ewig lange Tuning-Teile drucken muss und hier einfach ein Cura, ich glaube, ich habe eine Dreiviertelstunde an den Parametern gespielt. Der Jerk-Parameter war ganz wichtig, die halbwegs optimale Geschwindigkeit rausfinden. That's it. So wie er hier steht, das gelbe Filament ist noch drin. Ich versuche es euch mal reinzuhalten. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Kamera das fokussiert. Das hier ist eine Lego-Hand. Ihr kennt es vielleicht noch aus eurer Lego-Kindheit. Ist sogar nur 80% der Originalgröße. Es ist saustabil aus ABS und es ist vor allem sau klein. Ja, solche kleinen, feinen Drucke sind einfach möglich, weil wir uns keine Sorgen machen müssen über ein riesen Hotbed, was dann vielleicht doch nochmal uneben ist, weil es sich nicht verstellt, weil der Bauden-Extruder sehr gut durchdacht ist. Man kann out of the box sehr, sehr gute Resultate drucken. Ich habe euch hier nochmal im Blog, findet ihr ein paar Bilder mehr, den Calibration Cube. Natürlich startet ihr auch bei diesem 3D-Drucker, wenn ihr das Teil kalibriert, mit dem Calibration Cube. Out of the box ein sehr, sehr gutes Resultat. Auch hier habe ich eine Filamentart, wo es leider ein bisschen durchschimmert. Es ist ein bisschen transparent. Das ist auch nur das Infill. Das ist spiegelglatt. Ich hoffe, das reflektiert auch hier im Spiegellicht. Es ist ein bisschen under Extrusion. Das heißt, man hätte den Flow-Parameter nochmal ein bisschen hochdrehen können. Aber das war mein erster Druck und das sind spiegelglatte Wände. Das spricht so ein bisschen für den 3D-Drucker. Ich habe hier nochmal einen Mini-Christian-Ratgeber 3D-Scans. Folgt, wenn ihr Interesse habt. Mini-Christian out of the box, ein sehr, sehr gutes Resultat. Und das ist für mich schon die Überleitung zu einer Art Fazit. Für wen ist dieser 3D-Drucker nichts? Fangen wir so an, mache ich ganz gerne. Ihr druckt Modellbauteile so groß, ihr druckt so große Lampenschirme, ihr druckt den R2-D2 in Life-Size, dann ist der Ender-2 definitiv nichts für euch. Ja, dann müsst ihr dieses Bauteil zerlegen, ihr müsst es danach wie auch immer zusammenfügen. Dann nehmt ihr ein Tevo Little Monster, ihr nehmt eine CR10 große Version, ihr nehmt den Tronxy X5S, mir fallen da 1 Million Alternativen ein, aber auf jeden Fall nicht den Ender 2. Ihr wollt einen richtig schönen 3D-Drucker, schön, ich weiß, es ist subjektiv, aber meiner Meinung nach so klein, so kompakt, das Teil bei euch auch im Wohnzimmer oder im Büro verschwinden kann. Es ist schön leise, stellt noch eine Gummimatte von der Waschmaschine vielleicht runter. Ihr hört dieses Teil fast gar nicht mehr. Schön ist es nicht. Ich finde den Anycubic Mega i3, i3 Mega, ich drehe es jedes Mal um, finde ich wesentlich schöner, kann man aber drüber streiten. Da hat man alles an einer Stelle. Wir haben eben nicht das externe Netzteil rumfliegen. Es ist meiner Meinung nach schöner. Man kann es dann nochmal schneller aufbauen. Der Punkt geht meiner Meinung nach in dem Bereich definitiv an den Anycubic. Ihr habt vielleicht Interesse, jede kleine Einzelheit eures 3D-Druckers kennenzulernen. Ihr wollt 1 Million Tuning-Teile noch drucken. Ihr müsst sie dann auch drucken. Dann wäre es der Arnet A8 bzw. der Arnet A6. Ich würde euch dann eher den Arnet A6 empfehlen. Da hat ein bisschen bessere Achsenführung. Da lernt ihr dann aber auch, wie muss euer Mainboard verkabelt sein. Ihr müsst die Stecker selbst crimpen, ihr müsst ADN-Hülsen darauf stecken, also ihr lernt da wirklich einfach alles über den 3D-Drucker und wenn da was kaputt geht, kennt ihr das wahrscheinlich blind, diesen Fehler beheben. Habt ihr hier natürlich nicht, dadurch, dass man das Ding in 25 bis 40 Minuten zusammenbaut, den Ender 2, ja, lernt man ihn nicht so im Detail kennen. Für diese Leute ist der 3D-Drucker vielleicht nicht ganz der Richtige. Für wen ist der 3D-Drucker, dieser Ender 2, dann jetzt genau das Richtige? Für mich ist er genau das Richtige, weil ich habe einen Haufen 3D-Drucker. Für mich ist es so der perfekte zweite 3D-Drucker. Weil, sind wir mal ehrlich, ein Großteil der 3D-Drucke ist dann relativ klein. Das sind die kleinen Geschenkideen für Freunde, die sich wirklich sehr drüber freuen, mal was Handgemachtes zu bekommen. Es sind Lego-Figuren. Es sind bei uns drüben die Herdersatzknöpfe, es ist ein Waschmaschinenbauteil, eine Halterung, es ist ein kleines Zahnrad, es ist eine Sonos-Halterung, was ich nicht alles schon gedruckt habe. Und das sind alles kleine Bauteile, die kann man eben hier auf diesem Druckbett locker machen. Wir sparen auch nochmal Strom dabei, wir müssen kein Riesen-Hotbed erhitzen. Als zweiter 3D-Drucker wirklich perfekt, meiner Meinung nach. Für wen ist das noch was? Für Einsteiger. Na ganz klar, bevor ihr 300, 400 Euro in 3D-Drucker investiert und dann feststellt, nee, das Hobby ist dann doch nichts,
wo verscherbe ich das Ding jetzt mit möglichst wenig Wertverlust auf eBay, was auch immer. Die Fragen müsst ihr euch nicht stellen, wenn ihr statt 400 Euro vielleicht einfach nur 120 Euro ausgebt. Ja, dann verkauft ihr das noch an einen guten Kumpel für 80 Euro. Und dann hat euch dieser Ausflug in ein neues Hobby, was meiner Meinung nach bombastisch ist, aber für euch war es dann nichts. Ihr habt 40 Euro verloren, das war's. Also für Einsteiger auch wirklich optimal. Oder eben für die Leute, die nur beschränkt Platz haben, die vielleicht keinen Keller haben, die vielleicht kein Bastelzimmer, kein Büro haben, die vielleicht auch eine nette Person haben, die sagt, ey, gib nicht schon wieder so viel Scheiß und so viel Platz für dein neues Hobby XY aus. Auch für diese Leute ist der Ender 2 wirklich eine richtig, richtig gute Lösung. Und eben für all diejenigen, die eine echt gute Qualität haben wollen, out of the box, ohne viel Bastelei, ist der Ender 2 definitiv einer meiner Überraschungen und meiner Empfehlungen, vermutlich auch für das ganze Jahr 2018. Gut, das war's. Falls ihr weitere Fragen habt, ich kann einfach nicht alles abdecken, sonst langweile ich den Großteil tatsächlich nur noch. Aber falls ihr Fragen habt, stellt sie mir in YouTube oder stellt sie mir direkt im Blog. Da wurde auch schon eine Menge über Vor- und Nachteile diskutiert. Ich beantworte sie dann schnellstmöglich. Ich habe hier auch gerade noch 5 andere 3D-Drucker, die muss ich aufbauen und testen. Die rödeln schon vor sich hin da drüben. Aber ich gebe mir Mühe, wirklich jede Frage durchzulesen und wenn sie nicht beantwortet wird von anderen, beantworte ich sie euch gerne. Das war's, euer Christian.